Einen schönen Sonntag. Hier ist Hitradio FFH am 23. September und ich sage herzlich willkommen Til Schweiger. Hallo. Till, ein hessischer Bub, aufgewachsen in Heuchelheim bei Gießen, also ein echt hessischer. Ja, ich bin ja auch manchmal da, ne? Ja, das hört man auch. Also wir können noch ein bisschen hessisch reden im Laufe der Sendung. Dein Film, Klassentreffen, neuer Film angelaufen am Donnerstag und die ersten Reaktionen zeigen, das wird ein richtiger Erfolg. Ja, der wird funktionieren. Also der ist einfach zu gut, dass er nicht funktionieren kann, ne? Basiert ja auf dem dänischen Original und es war der erfolgreichste Film aller Zeiten in Dänemark. Deswegen haben die ja noch zwei Teile gemacht, die auch beide super erfolgreich waren. Die unglaubliche Reise der Silberrücken gibt ja auch eine super Szene, wo der Milan Peschel richtig aus sich rausgeht. Gab es sogar in Berlin auf der Premiere und das Berliner Premierenpublikum, das ist immer sehr verschnägt, weil sie so verwöhnt sind, weil so viele Filme gucken, weil sie dann auch alle aus der Branche sind. Klar. Und da sind ja nicht alle, die gönnen können. Ja, ne? Ja. Aber da gab es sogar Szenenapplaus und das habe ich noch nie erlebt in Berlin auf einer Premiere. Ja, nee, das hat sichtlich Spaß gemacht. Also ihm besonders, aber euch natürlich auch. Der ganze Film hat einen Riesenspaß gemacht. Also Milan habe ich ja erst kurz vor dem Drehen kennengelernt, aber wir sind jetzt wirklich super Freunde. Samuel ist ja schon seit 20 Jahren Freund. Und Samuel und Milan sind ja schon ganz lange Freunde und jetzt sind wir alle drei Freunde und das merkt man dem Film auch an. Es gibt eigentlich auch kein, ich habe mich jetzt so nicht nur mit dem Film, sondern natürlich auch mit dir so ein bisschen beschäftigt. Es gibt keine, ich glaube, es gibt keine Menschen, die mal mit dir gearbeitet haben, die sagen würden, auch vor allem Schauspieler, dass sie von dir schlecht behandelt worden sind. Also die sind alle immer ganz begeistert von den Dreharbeiten. Ja, und jetzt haben wir ja gerade hier Head Full of Honey abgedreht, die englische Version von Honig im Kopf. Und das haben auch, also Nick Nolte, Matt Dillon und wie sie alle hießen, die haben alle gesagt, so einen Dreh haben wir noch nicht erlebt in 50 Jahren Berufserfahrung. Puh, das ist aber ein tolles Kompliment. Sag mal, hast du bei so, also ich meine Matt Dillon, Nick Nolte, das ist ja schon mal eine andere Hausnummer und dann Hollywood-Lampenfieber gehabt? Ja, aber so ein bisschen Lampenfieber ist ja immer gut. Wenn man nur reingeht und sagt, ach, das mache ich mit links, dann wird das meistens nichts. Also so einen gewissen Respekt vor dem, was ich da tue, habe ich immer schon. Aber jetzt nicht Lampenfieber, weil das der jetzt in Hollywood dreht. Also entweder ist ein Schauspieler gut oder nicht. Und da habe ich halt besonders gute Schauspieler gehabt und die behandle ich aber genauso wie jeden anderen auch. Und wenn du einen Schauspieler schlecht behandelst, kannst du auch keine gute Leistung von ihm erwarten. Til Schweiger, am Donnerstag ist sein aktueller Film angelaufen, Klassentreffen 1.0. Alle Infos dazu, auch einen Trailer, können Sie sich anschauen auf ffh.de. I couldn't tell you a thing about that night. Einen schönen Sonntag mit Hitradio FFH, Silvia am Sonntag, der Talk mit Til Schweiger, der viele Freunde noch hat, seine Eltern leben ja auch noch in Mittelhessen, aufgewachsen in Heuchelheim bei Gießen, also werden uns auch viele zuhören, die sich noch an die Kindheit mit dir erinnern und an die Jugend, deshalb musst du natürlich immer die Wahrheit sagen, machst du natürlich sowieso. Kommen wir nochmal zu den Schauspielern zurück, Schauspieler muss man gut behandeln, das ist wirklich die Devise, die für dich gilt beim Arbeiten im Film. Ja, und das ist ganz krass, finde ich dann, wenn es dann Schauspieler gibt, die sagen, ja, der hat mich angeschrien, der hat mich total erniedrigt vor dem ganzen Team, aber das war super für meine Performance. Ja, das gibt's auch. Ja, das haben die über Fassbender gesagt, die Schauspieler, das war ja so ein Menschenfeind, oder Dieter Wedel auch, haben gesagt, ja, der hat mich total zur Sau gemacht, aber es hat meiner Rolle geholfen. Dann denke ich, dann gucke ich mir den Film an und denke so, nee, hat's nicht wirklich. Das geht ja auch gar nicht. Das ist ja wie wenn du zu einem Kind, das ein Bild malt mit aller Mühe und du sagst zu deinem Kind, das sieht so scheiße aus, du solltest nicht mehr malen, Kind. Ja? Oh Gott, ich krieg Bauch. Das ist so schrecklich. Das ist wirklich schlimm, ja. Also, ja, wenn, du hast natürlich wenn ein Regisseur recht. Zum Schauspieler sagt, ey, das ist totale Scheiße, was du hier machst, dann ist das kann ja theoretisch sogar sein, aber dadurch wird es nicht besser, da wird es nur noch schlimmer. Und außerdem ist dann die Schuld beim Regisseur, weil er hätte ja den Schauspieler nicht besetzen müssen. Er hat ihn sicher ausgesucht. Und wenn er ihn dann fertig macht, dann ist er einfach nur ein Idiot und ein Arschloch. Aber es gibt doch so viele große, auch angesehene Regisseure, wie zum Beispiel auch Hitchcock. Von dem ist ja auch bekannt, dass er einige Schauspielerinnen nicht besonders gut behandelt hat. Heißt das, die Filme hätten dann noch besser werden können? Genau. Ich sage, es gelingt dann trotzdem und nicht deswegen. Oh, ja. Und wie machst du das dann? Also wenn, ich meine, du hast doch jetzt wieder super Schauspieler, du hast natürlich auch ganz oft die erste Garde, aber wenn du trotzdem denkst, es ist jetzt nicht so ganz, es könnte noch ein bisschen klarer, besser werden, wie gehst du da vor? Dann sage ich, also
Dann sage ich in der Regel, ey, das war klasse, aber wir müssen noch, lass uns noch mal das probieren. Das hört sich natürlich schon wieder ganz anders an. Ja, und vor allen Dingen, also das, selbst wenn ich Castings mache, sage ich zu den Schauspielern, manchmal merkst du ja, dass einer tierisch nervös ist. Und ich bin selber nervös, wenn ich casten muss. Also eine Prüfungssituation. Und sage ich aber zu meinen Schauspielern immer, ey, du musst gar nicht nervös sein, weil du bist hier, weil ich dich geil finde. Ich will ja nicht gucken, ob du spielen kannst. Du wärst nicht hier, wenn ich denken würde, du kannst nicht spielen. Es geht nur darum zu gucken, wer passt am besten zu wem und wer verkörpert meiner Fantasie nach am besten diese Rolle. Und das heißt nicht, wenn ich dich nicht nehme, dass ich nicht trotzdem Fan von dir bin. Ja, und dann sind die auch nicht so, ja, dann total traurig, wenn sie nicht genommen werden, verstehe. Til Schweiger ist bei uns, geboren in Heuchelheim, also nicht geboren, aber er war eigentlich dann fast seine ganze Kindheit in Heuchelheim, bei Gießen. Ist meine Hand eine Faust, machst... Guten Morgen, Sie hören Silvia am Sonntag, der Talk. Til Schweigers neuer Film heißt Klassentreffen 1.0, läuft seit Donnerstags in den Kinos. Til, du hast ja Drehbuch geschrieben, bist Produzent, spielst eine der Hauptrollen, bist Chef-Cutter. Also ein ganz schönes Paket, was du da geschnürt hast. Ja, aber ich habe ja auch ein riesen Team von Mitarbeitern, ohne die ich das gar nicht schnüren könnte und die mir unheimlich viel abnehmen und mir unheimlich viel zuarbeiten und mir unheimlich viel geben. Insofern, das klingt so nach einer One-Man-Show, aber so ein Film ist keine One-Man-Show. Da sind über 100 Leute hinter der Kamera und vor der Kamera natürlich auch noch. Ja. Wie viele Menschen damit gearbeitet haben, das sieht man ganz gut, wenn man den Abspann sich anschaut. Also der dauert nicht nur sehr lange. Du hast ja gesagt, über 100 Leute. Kennst du eigentlich alle? Mit Namen? Nee, nicht jeden. Das sind wie zu viele. Ja. Und ich bin mit zwei Sachen richtig scheiße. Das sind Namen merken und Telefonnummern. Ja, man kann nicht in allem perfekt sein, Til, so ist es halt. War Lehrerkind zu sein für dich eigentlich ein schweres Schicksal, weil beide deine Eltern sind ja Lehrer gewesen? Nö. Nee, ich war stolz auf meine Eltern und ich wollte ja auch selber Lehrer werden, ne? Und dann, obwohl du Lehrer werden wolltest, hast du gedacht, auch Gießen kann man auch mal Medizin versuchen. Ja, das war eher, ehrlich gesagt, waren das meine Eltern, die mich da ein bisschen reingequatscht haben. Und dass die endlich Ruhe geben, habe ich es gemacht, ohne darüber nachzudenken, dass Medizin nur aus Naturwissenschaften besteht, zumindest bis zum Physikum. Ja. Und ich hatte ja nur so ein gutes Abi, weil ich alle Naturwissenschaften abgewählt habe. Das ging nämlich damals noch bei uns in Hessen. In sechs Wochen sollte ich einen Schein machen in organischer Chemie, was ich noch nie in der Schule hatte. Ich gesagt, das ist aussichtslos. Ja, aber ich meine, aber das hätten auch deine Eltern dir auch sagen können, oder? Also bei aller Liebe. Na, die waren ja froh, dass ihr Sohn Arzt wird. Meinst du, wie die geguckt haben, weil ich gesagt habe, ich hatte Schauspieler. Ja, das war nicht einfach. Sie mussten, glaube ich, auch die Eltern, das ist auch ein Elternhaus, wo viel über Politik gesprochen wurde, ne? Die sind engagiert gewesen. Und die mussten, glaube ich, auch erstmal, also Manta hat sie wahrscheinlich noch nicht so ganz überzeugt. Nein. Hat die Lindenstraße sie überzeugt? Ja, weil dann plötzlich rauskam, wer alles Lindenstraße guckt. Und das taut viele im Kollegium, das gucken. Ne? Meine Eltern haben es ja nicht geguckt. Ich habe es ja auch nie geguckt. Aber das war fast besser angesehen als Manta Manta. Heute haben aber die Eltern von Til, ne? Deine Eltern finden das super, was du machst. Und Lindenstraße kam im Kollegium gar nicht so schlecht an. Über die Lindenstraße, da reden wir natürlich auch noch gleich. May you have auspiciousness in causes of success. Richtig gutes Kinowetter ist das, was wir jetzt am Wochenende haben. Ja, sagt Til Schweiger. Ein Wetter, wie er sich und sein Team gewünscht haben. Am Donnerstag ist ja sein aktueller Film Klassentreffen 1.0 angelaufen. Bei schönem Wetter gehen die Leute halt nicht so ins Kino. Til, du bist jemand, das sieht man auch an dem aktuellen Film, dem Rhythmus und Timing beim Schnitt und Spiel. Das ist hier total wichtig. So und so. Also ich treffe mich vor dem Film immer, wenn ich Drehbuch geschrieben habe, lange bevor ich anfange zu drehen, mit den Komponisten und sage so, welche komponierte Musik ich so sehe in dem Film, ob es mehr Piano ist oder mehr Flächen, also Streicher oder Gitarre, ein bisschen mehr peppig, also groß produziert oder mehr reduziert. Und dann sammle ich immer Lieder und habe auch Leute, die für mich gucken und manchmal habe ich auch einen Song vorher, also bei Keino Hasen wusste ich immer, wenn er am Schluss den Taxifahrer verarscht, wusste ich immer, da kommt dieser Luke Dupont Remix von The Killers, Mr. Right Side hin. Ja. Ich wusste auch genau, wann der,
wann das Taxi losfährt, nämlich wenn der Basslauf einsetzt. Und das haben wir leider ganz am Schluss gedreht und deswegen war ich endlich, als ich das gedreht hatte, konnte ich es endlich zusammensetzen, so wie ich es die ganze Zeit im Kopf hatte. Und es war dann genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das ist, glaube ich, auch das große Glücksgefühl, oder? Also wie du es jetzt beschrieben hast, das ist ja eine wahnsinnige Kreativität, die man ausleben kann. Ja, das ist den Film zu machen, ist eine Sammlung von kleinen Glücksgefühlen. Oder großen. Sehr schön, das klingt klasse. Das ist natürlich auch mit vieles, was sich dann im Schnitt, also auch was ich gemeint habe mit Timing, das entsteht dann im Schnitt auch viele große Teile. Ja, ich will mal, ein Film darf nicht, es gibt so viele Filme, die guckst du dann und die gefallen dir auch und dann gibt es dann so einen Moment, wo du denkst, wie geht's denn jetzt weiter, come on. Weißt du, jetzt erzähl mir doch mal, was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Ich verstehe die letzten 10 Minuten irgendwie nicht. Der trampelt so auf der Stelle, der Film. Ich finde, ein Film, der muss immer nach vorne gehen. Der muss jetzt nicht ganz schnell nach vorne gehen, der kann auch langsam nach vorne gehen, aber der darf nie stehen bleiben. Und Musik ist essentiell wichtig im Film, weil mit Musik kannst du eben, wenn du sie richtig einsetzt, gewisse Emotionen verstärken und hervorbringen. Einen seiner ersten Fernsehauftritte hatte mein heutiger Gast Til Schweiger in der Lindenstraße. Also diese Bilder sind echt, ich habe mir auch die Ausschnitte nochmal angeschaut. Jo Zenker, der Bruder von Iffy. Lang, lang ist her. Kriegst du denn eigentlich so die aktuelle Diskussion mit? Also jetzt, dass zum Beispiel Hans Beimer gestorben ist? Das habe ich aus der Presse entnommen, aber ich habe Lindenstraße nur geguckt, wenn ich wusste, ich spiele mit. Und dann habe ich mir jedes Mal auf die Fußnägel gebissen, ey. Also ja. Du hast gelitten. Ja. Und ich meine, diese Texte sind natürlich, aber manchmal habe ich das Gefühl, man guckt es gerade deshalb, weil es so strange halt ist. Weil es so hölzern ist. Ja, man durfte halt kein Komma und kein Punkt verändern. Das wurde, musste man, und das mache ich zum Beispiel auch nicht, wenn der Schauspieler zu mir kommt und sagt, hier, das kriege ich irgendwie nicht im Mund, kann ich das anders sagen? Sag ich, Loco, sag mal, wie du es sagen würdest. Ja, klingt viel besser, super. Ne? Aber da durftest du nichts. Das waren ja wirklich Texte, das waren ja keine Schauspieltexte, sondern das waren ja rein didaktische Papiertexte, die, ich habe gesagt, so spricht doch kein Mensch. Ich kann doch nicht einen Mensch glaubhaft verkörpern, der nicht spricht wie ein Mensch, sondern wie so ein Zombie. Ne? Ja, aber da war nichts zu machen. Ne? Ja. Das hat mich richtig frustriert. Meine damalige Freundin hat zu mir gesagt, Till, jetzt mach dich mal locker. Wenn du den Robert De Niro nimmst und den in die Kulisse steckst, die Texte sagen, deshalb bleibt auch nicht mehr so viel von ihm übrig. Du hattest schon damals einen gewissen Anspruch, ja? Dem hat das Ganze nicht genügt. Ne, ich bin zum Geißendörfer marschiert in sein Büro und habe gesagt, bitte, 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 lassen Sie mich mehr spielen. Ich will nicht nur nach Hause kommen und meine dicke Schwester Dresden. Oh nein. Ich will was zu spielen haben. Und was hat der Geißendörfer da gesagt? Er sagte, erst muss sich jeder hier erstmal bewähren. Also, Warum regst du dich heutzutage, also du hast so viel Erfolg, also erfolgreichster deutscher Schauspieler, bekannt, immer noch so auf über Kritik, woher kommt das? Könnte ich, aber so bin ich halt nicht gestrickt. Und ein Künstler, weißt du, ein Künstler, der schafft ja was Kreatives, ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, Journalist bist und du schreibst jetzt irgendeinen Text und dann kommt dein Chefredakteur an und sagt, was ist das für ein Dreck? Dann sagst du es auch, das ist doch gar kein Dreck, das ist doch gut. Ja. Ich finde das gut, was ich geschrieben habe. Aber der kann dich nicht leiden und sagt trotzdem, das ist Dreck. Ich bin dann nicht so, dass ich dann mich umdrehe mit hängenden Schultern und dann weine, sondern ich wehre mich dagegen. Ich sage, der Film ist geil und wenn du sagst, der ist totale Scheiße, dann hast du leider deinen Job nicht verstanden. Til Schweiger zu Besuch bei Silvia am Sonntag, der Talk über Kritik und warum er manchmal vielleicht heftig reagiert auf Kritik. I'm feeling faded, sowieso. Schönen guten Morgen, mein heutiger Gast Til Schweiger hat ja gerade noch in Hollywood einen Film abgedreht. Honig im Kopf ist verfilmt worden mit Nick Nolte und Matt Dillon. Und in deinem aktuellen Film Klassentreffen 1.0 geht es ja auch um das Thema Alter. Ja, das Thema ist eigentlich ein super Thema, weil es alle betrifft. Honig im Kopf war so erfolgreich, weil es kaum noch eine Familie gibt oder einen Freundeskreis, der nicht von dieser Krankheit betroffen ist. Und vom Altwerden sind alle betroffen. Ne? Und in dem Film wird ja auch gesagt, hier mit 18 denkst du bist unsterblich und schwupps, ne? Geht die Zeit rum. Und das ist wirklich so, dass man, und vielleicht lernen ja
Leute ein bisschen was aus dem Film und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen 18-Jährigen, der sich sagt, ich habe ja bis jetzt auch immer gedacht, dass ich unsterblich bin, aber vielleicht sollte ich mir wirklich ganz bewusst überlegen, wie ich mit meiner kostbaren Zeit, die ist offensichtlich kostbarer, als ich gedacht habe, umgehe, ne? Und dass ich mich auf das Wesentliche beschränke und auf die Sachen, die mir gut tun. Frauen gehen ja im Film mit dem Thema Alter viel gelassener um. Also man könnte auch sagen, sie sind lebensklüger. Ja, ne, sie sind die Stärkeren und die Schlaueren. Und das ist ja in der Regel so auch im Leben. Also ich habe schon immer gedacht, die Frau ist eigentlich nicht das schwache Geschlecht, sondern das starke Geschlecht. Das schwache Geschlecht sind eigentlich die Männer. Das Einzige, wo die Männer stärker sind als Frauen, und da auch nicht alle, ist bei der Muskelkraft, weil sie mit mehr Muskelmasse auf die Welt kommen. Das ist, ja, aber das ist, ist nicht alles im Leben. Nee. Und wo sind wir stärker? Also, was man wirklich weiß, ist, dass Frauen ausdauernder sind als Männer. Sie sind schmerzunempfindlich, sie können besser mit Schmerzen umgehen als Männer. Sie sind überlegter als Männer, sie reflektieren mehr. Und sie sind in der Regel auch, jetzt nicht alle, da gibt's ja auch ein paar böse Weiber bei, aber in der Regel sind sie empathischer als Männer und können mehr Mitgefühl zeigen. Und es gibt ja auch wirklich Untersuchungen, wo man sieht, dass Frauen in Führungspositionen, dass da ein besseres Arbeitsklima herrscht als bei vielen Männern. Ja, also ich meine, wenn es nötig gewesen wäre, hätte ich natürlich widersprochen, aber Wahrheiten müssen auch mal ausgesprochen werden, auch bei Silvia am Sonntag von Til Schweiger. Schön, dass Sie bei uns sind. Neu auf Hessens Playlist, neuer Hit von Pink. Silvia am Sonntag, der Talk mit Til Schweiger. Da steckt zu viel Zeit und Leidenschaft drin in einem Film, um Kritik, besonders unsachliche Kritik, dann nicht persönlich zu nehmen, hast du uns ja schon gesagt. Und Filme zu machen, also das spürt man auch, wenn du drüber erzählst, ist für dich ein großes Glück. Damit ist nicht nur das Drehen gemeint. Drehen ist ja im Endeffekt, wenn man es mal ganz unromantisch sagt, ist das Erschaffen des Materials, ne? Und dann, wenn du dann aber in deinem Schneideraum sitzt mit der Musik und den ganzen Filmschnipseln und das dann zusammensetzt, das ist das wahre Schöne. Wo hast du deine größten Fähigkeiten in diesen vielen Facetten in der Filmarbeit? Wo sind deine Stärken? Also ich würde sagen, im Schreiben, das ist ja vorher, im Schauspiel führen. Visuell habe ich, glaube ich, auch Stärken, dass ich gute Bilder erkenne und auch gestalte mit. Und dann im Schnitt. Und Musik auch. Das ist scheiße, wenn man... Ja, das ist doof. Aber immerhin hast du Schauspiel, also das Spiel hast du ausgelassen. Du meinst das selber Spiel? Ja, also wie jeder Schauspieler bin ich mal in einem Film besser und im anderen etwas schlechter. Und als Schauspieler sage ich immer, das ist wie ich vergleiche das immer mit dem Fußball. Ein Messi oder ein Ronaldo gibt es nur einmal, aber es gibt 1000 Spieler auf der Welt, die alles in die Nationalmannschaft geschafft haben. Ne? Aber sie werden niemals Messi sein und das muss man akzeptieren. Also ich akzeptiere völlig, dass Leonardo DiCaprio ein Jahrhundert-Ausnahmeschauspieler ist, ne? Und mit dem würde ich mich nie vergleichen. Trotzdem reicht es bei mir, die eine oder andere Rolle so zu spielen, dass man vergisst, dass es ein Schauspieler ist und darum geht es eigentlich nur. Also kein Messi oder Ronaldo, aber immerhin in der Nationalmannschaft, so als Bild. Til Schweiger zu Besuch bei FFH. Oh, gerade habe ich es noch erwähnt, also das ist heute wirklich kein Wetter für Waldbesuche. Vor allem in Südhessen. Achtung, Autofahrer auf der A67, Darmstadt-Mannheim. Am Firnheimer Dreieck liegt ein Baum auf der Verbindung zur A6 in Richtung Mannheim. Hier ist nur noch eine Spur frei. Martin hat es ja schon gesagt, es droht Sturm in Hessen, besonders in Südhessen. Und die Bäume, die sind ja so trocken, also da kann es häufig passieren, dass die dann mal ganz schnell umknicken. Wir kommen zu unserem heutigen Gast und zu Klassentreffen. Läuft ja seit Donnerstag im Kino von Til Schweiger, der Hesse ist, aufgewachsen in Heuchelheim bei Gießen. Sein neuer Film läuft ja seit Donnerstag im Kino. Til, man hat so den Eindruck, wenn du was anpackst, dann richtig und du willst es zu Ende bringen. War das schon immer so bei dir? Ja. Das habe ich, glaube ich, auch von meinen Eltern gelernt. Wenn du was machst, dann mach's richtig. Ne? Ja, du hättest doch ein guter Sportler dann werden können. Ja, ich war, glaube ich, ein sehr talentierter Boxer, glaube ich. Aber ich bin eigentlich so froh, wie es gelaufen ist. Also ich wäre auch ein super Lehrer geworden.
glaube ich. Und das wäre wirklich das Einzige gewesen, was ich mir noch hätte vorstellen können. Oder natürlich ein super Rockstar, aber da ich weder singen kann noch musizieren kann. Aber du hättest ja eine gute Performance Option abgelegt. Ich hätte den gespielt, ne? Mit Playback. Milli Vanilli. Ja, genau. Warum eigentlich nicht Lehrer? Warum haben deine Eltern auf Medizin gepocht? Ich konnte ja nicht Lehrer werden, weil das 83 war die Lehrerschwemme damals. Gab es danach nicht mehr, aber es gab zu viele Lehrer und deswegen war das garantiert, dass du keinen Job kriegst. Und das habe ich nicht eingesehen, was zu studieren. Und auf Magister wollte ich das auch nicht studieren. Jetzt wäre eine gute Zeit. Ja, aber jetzt geht's mir... Ich mag das, was ich mache. Also jetzt nochmal Lehrer zu werden. Ja, ist ja okay. Ich habe schon verstanden. Ich will dich ja auch gar nicht irgendwie ummodeln. Ist schon okay, was du machst. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Talk mit Till Schweiger heute. Till, wir wissen, dass du begeisterter Vater bist. Du hast ja 4 Kinder. Viele deiner Kinder haben auch mitgespielt in Filmen. Auch jetzt Lilly im aktuellen Klassentreffen. Was würden deine Kinder über dich sagen, also als Vater? Wie bist du so? Ja, ich weiß, dass meine Kinder mich lieben. Und dass sie sehr dankbar sind. Das nicht immer leicht war für sie, weil sie ja Trennungskinder sind. Ne? Aber ich weiß, dass sie mich sehr lieben und sich manchmal Sorgen machen um mich, weil ich so viel arbeite. Und ja, streng war ich jetzt nicht. Nur einmal durchgesetzt, als ich gesagt habe, es gibt keine Vespa, das ist zu gefährlich. Da hast du dich durchgesetzt? Ja. Und das ist mir auch nicht so schwer gefallen, obwohl es mir sonst schwer fällt. Ne? Die haben bestimmt alles versucht, dich rumzukriegen, oder? Da sind ja Mädchen schon... Ja, aber da bin ich standhaft geblieben. Ansonsten haben sie mich eigentlich immer rumgekriegt. War es schlimm jetzt, als Dana, die Mutter deiner Kinder, deine Frau, also deine Ex-Frau, als sie dann weggezogen ist nach Amerika? Dass sie weggezogen ist, damit kam ich klar. Aber sie hat ja die Emma mitgenommen. Ja, also mir wäre es lieber gewesen, sie wäre alleine rübergezogen. Ne? Ja. Aber ich weiß ja auch, dass es der Emma so gut da gefällt, dass sie jetzt... Es wollte ja nur ein Jahr sein, jetzt macht sie das dritte Jahr und es tut ihr unheimlich gut. Es geht ihr gut, sie ist glücklich da, sie ist toll in der Schule und sie ist wieder, wie sie selber sagt, ich bin ein ganz normales Kind und ich bin nicht mehr die Emma Schweiger. Das war für sie der Hauptgrund, aber es gefällt ihr so gut da in Malibu. Ja, ich weiß, dass es gut für sie ist. Insofern muss ich es akzeptieren. Klasse. Ja, nee, also das ist... und ich meine, wahrscheinlich wirst du jede Gelegenheit versuchen, sie zu sehen. Ja, ich hatte ja so die Backen voll von Amerika, als ich da 2004 weggezogen bin. Da bin ich nur noch zu den Nötigsten. Ich war dann teilweise jahrelang nicht mehr da, weil mir L.A. so auf den Sack gegangen ist. Ne? Mhm. Und jetzt muss ich halt eben, jetzt muss ich wieder öfters hin. Ne? Ja. Zum Geburtstag, zu Weihnachten. Klar. Ja. Weihnachten ist immer noch so eine Sache, die dir total wichtig ist. Mir nicht mehr so, aber ihr eben. Ne? Ach ihr, na klar, und da machst du natürlich. Aber kriegt ihr das denn dann noch hin, dass ihr dann wirklich an Weihnachten dann alle zusammenkommt? Ja, also nicht immer alle, aber die meisten. Hey, Brother. Liebe Freundschaft. Familie, das ist ein Thema, was immer in den Filmen von Till Schweiger vorkommt. Auch im aktuellen Film Klassentreffen 1.0. Wie ist es, Till, denn bei dir? Weißt du immer gleich, wenn du verliebt bist? Also spürst du das? Das weiß ich genau. Das habe ich meinen Kindern auch so erklärt, meinen Mädels, die mich dann mal gefragt haben, so, Papa, woran merkt man eigentlich, dass man verliebt ist? Und ich gesagt, das merkst du daran, wenn du jemanden kennengelernt hast und du Zeit mit dem verbringst und das kribbelt bei dir am Bauch und du bist so glücklich, dass der da ist. Und wenn der dann weg ist, dann denkst du an nichts anderes und wünschst dir nichts mehr, als dass er jetzt bei dir wäre. Besser kann man es nicht erklären. Das hast du sehr gut deinen Kindern erklärt. Mhm. Hast du denn auch schon hast du auch schon erste Freunde erlebt von deinen Mädels? Ja, schon einige, ja. Ist nicht so einfach, oder? Nee, doch. Ich bin damit viel besser klargekommen, als ich gedacht hätte. Super. Und ja, und bis jetzt haben sie auch noch keinen Idioten mit nach Hause geschleppt. Und das wird dann spannend werden. Aber das glaube ich auch nicht, weil die haben eigentlich einen guten Geschmack. Ne? Und ich verbiete mir halt auch irgendwelche Kommentare zu geben. Das ist sehr, das sollte cool. Man nicht. Nein. Ne? Man soll nicht sagen, übrigens dein neuer Freund, der gefällt mir nicht. Ne? Nee. Das ist ein No-Go. Und da gibt es diese alte Regel, gerade bei Mädchen, ungefragt sage ich da mal gar nichts. Absolut. Nee, also ich meine, es ist toll, glaube ich, Vater zu sein. Du hast ja auch noch einen Sohn, aber ich glaube, Töchter zu haben, ist auch eine große Nummer. Es ist, also ich sag's mal so, also
Ich habe ja vorhin das Hohelied geschwungen, auch die Frauen, ne? Ja. Dass sie uns überlegen sind und empathischer und so. Das haben wir auch sehr gerne gehört. Kinder hochzuziehen ist einfach ein Jung, das kann ich dir sagen. Ey. Das verstehe ich als Hessin nicht. Ein Bub hochzuziehen, ja, ist viel einfacher als drei Weiber. Verstehst du? Ja, ich habe nur Mädchen. Ich bin vom Schicksal nicht verwöhnt. Aber wie war's? Es ist teilweise schlimm. Ja, I told you. Ich sage jedem, der einen Jungen kriegt, sag, sei froh. Ich meine, ich liebe sie, ne? Du weißt, wie ich das meine. Ne? Ja, aber ich sage, sei froh. Mädchen sind schon eine Herausforderung. Also, absolut. Da geht's, ne, die, und sie bleiben es auch immer. Ja, ich glaube. Gerade auch für das schwächere Geschlecht. Ja, sie sind auch sehr gut im Argumentieren. Ne? Da hast du es bestimmt nicht so einfach mit den Mädels. Also mit meiner Frau zu argumentieren, war unmöglich, weil die hatte immer recht. Ja. Die hat immer recht. Til Schweiger, zu Besuch bei Silvia am Sonntag, der Talk. Silvia am Sonntag ist hier mit Til Schweiger, der nicht nur Klassentreffen gedreht hat, sondern auch in Hollywood Honig im Kopf, die amerikanische Verfilmung ja mit Nick Nolte, wir haben schon drüber geredet, und Matt Dillon hast du gedreht. Jetzt hast du doch so geschwärmt von Leonardo DiCaprio, da würdest du doch wahrscheinlich auch gerne mal mit ihm drehen. Oh yeah. Ja. Warum hat das noch nicht geklappt? Hast du schon mal was versucht in die Richtung? Ja, du kannst ja nichts versuchen, du kannst ja nicht ein Studio anrufen. Hier. Hallo, hier ist 20th Century Fox. Ich habe mal eine Idee hier, ich bin Til Schweiger und ich würde gerne mal mit dem Leo drehen, geht das klar? Und die so, ja, komm vorbei, machen wir morgen. So läuft's leider nicht. Echt nicht? Ja, dann musst du halt ein bisschen persönlicher schreiben und sagst, seine Oma kommt, lebt doch in Deutschland. Das könnte ich ja dann noch dazu sagen, dann klappt's wahrscheinlich noch eher. Ich hätte ja mitspielen können, fällt mir gerade ein. Ich hätte Nein. ja mit ihm drehen können jetzt. Doch, über den Film, den Tarantino gerade macht, über diese Sharon Tate-Ermordung mit Brad Pitt und Leonardo. Ich hatte das Angebot, Steve McQueen zu spielen, mein Idol. Ja, aber ich habe dann gesagt, also ich habe nicht mit ihm geredet, sondern nur, das ging nur über meine Agentin. Dann habe ich gesagt, Quentin, schönen Gruß, ich spiele wahnsinnig gern Steve McQueen, wenn es eine stumme Rolle ist. Also nee, der hat Text. Ich, ja, dann ist es out of the question, das ist impossible. Ich kann kein amerikanisches Englisch. Ja, da kannst du ja Acting-Coach, Dialog-Coach. Nee, sag ich, nee. Ich weiß ja, ich habe dieses melodische Talent. Ja. Es gibt ja Leute, die können, es gibt Australier, die können einen amerikanischen Akzent und es gibt Australier, die können es nicht. Das hat mit Melodie zu tun. Ne? Und ich kann gerade Hessisch, aber ich kann ja noch nicht mal Schwäbisch oder Hessisch, Sächsisch nachmachen. Also wie soll ich dann amerikanisches Englisch? Ne? Ja, das muss nicht sein. Da rufe ich lieber bei dem Studio an und erwähne nochmal, dass er eine deutsche Mutter hat. Mach dich nicht über mich lustig hier, Schweiger. Das muss man natürlich ein bisschen ausarbeiten, ein bisschen schöner formulieren und so. Und dann, ne? Ja, du kannst mir ja mal so eine Strategie-Paper schicken. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch notwendig. Mache ich. Ich glaube, da könntest du noch das ein oder andere dazu lernen. Ja, schön, dass du da warst. Mach's gut, mein Junge. Alles klar. Okay, ciao.